Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. So, ich habe beim letzten Mal ohne euch sozusagen noch ein bisschen das Knacken von Schlössern und Ton geübt und habe jetzt auch erst noch mal geschlafen, weil ich schon so müde oder vielmehr Heinrich schon so müde war. Jetzt gucke ich gerade noch mal in unser Inventar, was wir hier noch an Nahrungsmitteln haben. Und dann haben wir ja den Auftrag, also zum einen, sagen wir es mal so, steht Waffenkunde an. Und das zweite ist, wir sollen ja nach wie vor diesen Ring ja vom Henker Hingerichteten besorgen. Das heißt, wir müssten dort einbrechen. Nun, ich denke, Einbruch ist wahrscheinlich besser, wenn wir das des Nachts versuchen. Das heißt, mein Plan für heute wäre mit euch jetzt erst einmal nochmal die Stadt zu erkunden, ja, und dann halt eben, wie gesagt, zum Kampfplatz gehen und dort zu schauen, wie es dort für uns weitergeht. Ach so, lasst mir doch bitte auch mal einen Kommentar da, ob euch dieses gerade auch, also ich werde zum Beispiel hier diesen Weg, den wir jetzt hier hochrennen zur Stadt, wie gesagt, noch haben wir kein Pferd, das heißt, wir sind noch relativ langsam unterwegs. Ich würde das und auch diese Kräuterpflückerei und so weiter, ich würde es teilweise rausschneiden bzw. im Schnellraffer darstellen. Sagt mir doch mal, ob euch das entgegenkommt, weil ich denke, es gibt viele wunderschöne Sequenzen, die ihr auch miterleben solltet. Aber andererseits, man muss sich nicht jeden Baum und jeden Strauch fünfmal angucken, weil wir da aus irgendeinem Weg, also aus irgendeinem Grund entlang müssen. Dass es einfach für euch zum Zugucken nicht zu langweilig wird. Also einfach mal ein Feedback, was ihr von der Idee haltet, ob das gut oder schlecht ist, wie das bei euch ankommt. Wir sind nun in Rattay in der Burg Indrin angekommen. Ich habe eben noch eine ganze Reihe von Kräutern gepflückt. Das werde ich wahrscheinlich oder werde es rausgeschnitten haben, wenn ihr das seht. Von daher das für euch zur Info. Wir haben, das war natürlich falsch, so, hier jetzt einiges zu tun in der Stadt. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal an, was ist wo und schauen mal, was hinter diesen Fragezeichen verborgen ist. Okay, da haben wir den Waffenschmied. Hier einfach mal an. Okay, den Rüstungsschmied auch entdeckt. Nee, hier kann ich nicht durch. Wir düsen wieder zurück. Frisches Brot! Kommt und schlagt zu! Ich glaube, wir waschen uns mal kurz. Leben, das kann nie schaden. Ich will mal schauen, ob ich ihr ein wenig was benötigst du? Von den alten Dingen verkaufen kann. Von Lebensmitteln. Nee, verkaufen will ich. Ich schau mal, ob ich dafür für das verfallene Obst was und auch Brot, ich schau mal, ob das klappt. Das Fleisch behalten wir nochmal für die Hunde. Des Henkers, die werden wir vielleicht noch brauchen, aber alles, was hier so verdorben ist. Da will ich mal schauen, ob wir daraus vielleicht doch noch ein wenig Geld machen können. Okay, ich scheine dafür doch noch ein wenig zu bekommen. Reden wir über den Preis. Warum nicht?
Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Na gut. Also unterm Strich sind wir eigentlich genau bei dem vorgeschlagenen Preis. Aber wenn es unseren Ruf verbessert, warum nicht? So, das heißt, wir haben hier jetzt eine Reihe von Händlern. Hier waren wir eben auf der Rückseite, dass er uns hier... Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Der Kerl, also Heinrich, du hast aber auch echt immer Hunger. Okay, ich glaube, es ist auch noch zu früh vielleicht. Kommen wir da hoch? Heinrich, hüpf. Nee. Also wie gesagt, wir haben den Waffen- und den Rüstungsschmied entdeckt, auch wenn er das jetzt eben nicht so direkt angezeigt hat. Greift Kohl! Schnell, bevor er braun wird! Genau, da haben wir einen Schneider. Dann ist hier die Schreiberei. Alchemietisch habe ich entdeckt, aber das ist eigentlich, das ist die Apotheke. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich bin teilweise noch etwas früh dran. Wir sprechen Pickelmann an. Pickel ist auch einer der Geflohenen aus Rattay. Quatsch, nicht aus Rattay, aus Galitz. Guten Tag. Wie behagt dir das Leben in Rattay? Diese Ratayer da würden uns am liebsten fortjagen. Wir haben uns keine Arbeit und betteln lassen sie uns auch nicht. Was sollen wir denn tun? Maledeiter Krieg! Weißt du, was wirklich geschehen ist? Sigismund ist wohl mit den tschechischen Herren im Krieg und hat den König entführt. Und unser Herr hält's mit Wenzel. Alles Gute. Meine Familie, mein Auskommen. Zeigt Gnade. Genau, hier ist der Pranger. Hier ist eine Fleischerei. Guten Morgen. Ja, ich wollte hier einfach erstmal einen Blick auf die Preise werfen, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir uns leisten können und was nicht mit unseren 16 Groschen. Rattay scheint ja heute noch verhältnismäßig ähnlich auszusehen. Da können wir jetzt auch rein, okay. Gott sei mit dir. Ja, wir sprechen ihn. Ja, ich glaube, wir fragen hier auch durchaus mal, wie sich das Leben in Rattay für die Bürger gestaltet. Herr Hanusch ist hier ja wohl der Herr. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nix ein, wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Wie ist das Leben in Rattay? Gut, zumindest bis diese Flüchtlinge ankamen. Aber hier geht's uns trotzdem besser als anderswo. Wie kommen die Rattayer mit den Flüchtlingen aus? Pah, reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Ja, da bahnt sich natürlich Ärger an. So wie das klingt. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört?
Weiß nicht, ob's bloß Altweibergeschichten sind, aber ich hab Fürchterliches gehört. Lebewohl. So. Ja, auch gerade die Kumanen, das ist ja auch etwas, was man nicht kennt. Umso größer und scheußlicher wird das natürlich auch in der Fantasie. So, hier haben wir nochmal einen Händler. Genau, das stellt sich nämlich jetzt auch auf der Karte dar. Ich finde das schön. Also ich finde es so detailverliebt und liebevoll dargestellt. Hier haben wir einen Bäcker. Da ist eine Schenke, das ist auch immer wichtig. So. Ich will dort einmal hineingehen. Ich will schauen, was es mit diesem Stern auf sich hat. Okay, jetzt sind wir einmal drum rumgelaufen. Was ist denn jetzt hier? Wir sprechen mal mit ihm. Gott sei mit dir. Okay, also der Stern zeigt wohl immer noch weitere Nebenquests an. Wir schauen uns mal, ob hier jemand unsere Hilfe braucht. Ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Herr Hanusch veranstaltet in der oberen Burg wieder das Rattaya-Turnier. Da wird immer so viel gekämpft, dass den ganzen Tag was los ist. Du kannst dich noch anmelden, falls du denkst, dass du gut genug bist. Und das ist noch nicht alles. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Ja, ich glaube, zweiteres ist wohl der deutlich wertvollere Tipp, weil ich glaube, wir brauchen uns noch bei gar keinem Turnier anmelden. Okay, warum ist das jetzt immer noch hell? Gut, aber wie gesagt, wir verlassen das hier an dieser Stelle. So, der Stern ist jetzt auch weg, dann ist das eine fehlerhafte Darstellung. So, wir gehen hier die Straße weiter hoch. Hier ist der Schuster. Und hier haben wir noch eine weitere Schenke. So, wir haben zum einen den Schnellreiseort entdeckt. Und ein Sühnerkreuz. Mensch, Heinrich, wie kann man denn nur so oft und so schnell Hunger haben? Ich schaue gerade hier an dieser Stelle nochmal auf unsere Skills, weil ich meine, eigentlich hatten wir ja Asket schon ausgewählt. Du kommst 30% länger ohne Essen aus. Ach du lieber Himmel. Und erste Hilfe. Ja, aber das haben wir doch. Also von daher, Mensch Heinrich, wie kann man denn als nur ans Essen denken? So, ich habe vor, wir essen jetzt mal die Dinge, die am schnellsten verfallen, zuerst. Wir schauen mal kurz hier rein. Hier findet das Rattaya-Turnier statt. Ja, auch hier werden wir uns irgendwann, ich sag mal, den Herausforderern stellen, aber jetzt noch lange nicht.
So, wir reden mit Hauptmann Bernhard. Er soll uns ja ausbilden. Guten Tag. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Razzi schickt. Ja, ich weiß nicht. Hauptmann Bernhard ist ohnehin nicht gerade gut auf uns zu sprechen. Der hält nicht viel von uns. Ich weiß nicht, ob wir ihm hier widersprechen sollten. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Razzi es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Gott behüte dich. So, die Grundausbildung. Zeig aus, welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Mache ich mit euch zusammen und dann würde ich in der Tat zusehen, dass ich, wie gesagt, noch ein bisschen Skille und Punkte mache. Anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Schön. Nicht schlecht. So ist's recht. Schön. So ist's recht. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Genau. Gut gemacht. Nicht schlecht. Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Gut gemacht. So ist's recht. Sehr gut. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Sehr gut. Nicht so. Autsch. Nein. Aua. Nochmal. Genau. Nein, nicht so. Nicht so, verflucht. Nein, nicht so. Genau. Nicht so. Gut. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Puh. Aua. Ja, da werden wir noch verdammt viel üben müssen. Zumal wir null Kondition haben. Guter Schlag. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Gut gemacht. Sehr gut.
Sehr gut. Gut. So ist Zeit. Genau. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Verdammt! Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Ach, nicht schlecht. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Ach, genau. Das war zu früh. Auch nicht so. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Schön. Schön. Sehr gut. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Schön. So ist's recht. Au. Genau. Sehr gut. Gut. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Kennt ihr das noch? Das ist mein Tanzabstand und das ist dein Tanzabstand. Heinrich. Oha. Der ist auch nicht gut auf uns zu sprechen. Also generell eigentlich keiner. Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Blick los! Ups. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Sehr gut. Falsch. Nochmal. Nein. Keine Ahnung, zu früh oder was auch immer. Ich weiß so. Nicht. Nicht so, verflucht. Nein, nicht so. Wieso will das nicht mehr, Menno? Nein, nochmal. Nicht schlecht. Autsch. Falsch. Nochmal.
Falsch! Nein, nochmal. Nicht schlecht. Gut, und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Verdammt! Ja, irgendwie. Mach doch was, Heinrich. Wie kriegen wir gerade nur auf die Nase? So ist's recht. Irgendwie blockt er nicht. Ich weiß auch nicht. Genau. Schön. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Puh. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Ganzen Tag Zeit. Nicht so, verflucht. Falsch. Beweg dich. Los. Schön. Falsch. Nochmal. Nein. Ach, rechts die Drück gedrückt halten. Leg los! Nein, nein, nein! Nicht so! Was ist los? Gut! Nein, 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 nein! Nicht so! Falsch! Genau! So ist's recht. Sehr gut. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Ja, das glaube ich auch. Warte. Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Auweia. So, wie gesagt, dieses Üben mit den Waffen, das werde ich auch teilweise ohne euch machen, einfach weil es langwierig ist und ich glaube, es ist zum Zugucken verhältnismäßig langweilig. Ganz anders, als wenn man es selber trainiert. Wartet mal, ich muss mal kurz was trinken. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Dann düsen wir mal hinterher. Wobei ich am Überlegen bin, dass ich möglichst gleich nochmal einen Schnitt mache, dass die Folge auch nicht zu lange für euch wird. Von daher schaue ich mal, ob ich hier speichern kann. Ja, das lässt er zu, sehr gut. Ja, dann, sagen wir es mal so, dann Bogenschießen beim nächsten Mal.
Seid so lieb, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir einen Daumen nach oben da und bitte eine Rückmeldung, ob ihr das mit der Idee des Zeitraffers bei Wegen und Kräuterpflücken beziehungsweise auch das Schneiden, ob ihr das gut findet oder ob ihr da dabei sein möchtet. Gebt mir da einfach eine kurze Rückmeldung. Vielen Dank. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Eure Anouk.